Also, zuerst mal von mir auch ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, und ich freue mich besonders, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, jetzt hier auch das dritte Modul machen zu dürfen. Das kam so ein bisschen überraschend am Anfang der Woche, eben aufgrund leider des Ausfalls von der Nathalie. Von hier aus nochmal hier gute Besserung. Ich hoffe, es geht ihr bald wieder gut. Und das hat für mich aber bedeutet, dass wir relativ zügig auch jetzt Inhalte nochmal umstellen mussten, sodass ich, und das schicke ich jetzt als Disclaimer voraus, all das, was ihr jetzt im Workbook findet, also die Beispiele und Aufgabenstellungen, an denen ihr heute arbeiten werdet, das ist auf meinem Mist gewachsen. Also wenn ihr sagt, was ist das denn? Ja, dann bin ich der Schuldige und nicht die Natalie. Und auch die Folien, die ich euch jetzt zeige, die kommen von mir. Das heißt, ne, obwohl die Natalie da eben draufsteht, wenn es Fragen von euch gibt, wenn es Unklarheiten gibt, dann bin ich der Verantwortliche hier, der also Rede und Antwort steht. Muss. So, und jetzt direkt rein ins Thema, nämlich in die Evaluation. Und wenn wir über Evaluation sprechen, dann sprechen wir in aller Regel über zwei verschiedene Aspekte der ja, Bewertung einer Lehrveranstaltung. Das ist entweder die Verbesserung im laufenden Prozess, also wenn man etwa ein neues Lehrformat ausprobiert und dann schon während der Durchführung im Semester die Studierenden mal fragt, sag mal, wie findet ihr das eigentlich? Dann Rückmeldungen einsammelt und dann auf Basis dieser Rückmeldung eben auch noch Modifikationen einführt. Und dann gibt es die summative Evaluation, wo man sagt, das ist eher die ja, Beurteilung von Wirksamkeit am Ende eines Prozesses. Und da müssen wir ganz klar sagen, für uns in den Hochschulen ist eigentlich diese summative Evaluation fast nur im Rahmen von Forschungsförderungsprojekten, also von Lehrförderungsprojekten wichtig. In allen anderen Fällen würde ich sagen, haben wir es mit formativer Evaluation zu tun. Also auch diese klassische Lehrveranstaltungsevaluation am Ende eines Semesters, die man oft als summativ bezeichnet, weil es ja am Ende steht, ist ja eigentlich formativ, denn die Dinge, die uns da aufstoßen, die Studierenden uns da rückmelden, die gehen ja bei ganz vielen von uns auch dann in das nächste Semester wieder ein. Also insofern, ich würde sagen, fast alles, mit dem wir evaluieren, ist formativ. Und dann ist bei mir am Center für Lehr- und Lernservices, die Lavinia hat es gerade angesprochen, ist auch das Evaluations Team der RWTH angesiedelt. Die machen nicht die Lehrveranstaltungsevaluation am Ende des Semesters. Das ist eher Teil so dieses hochschulweiten Qualitätssicherungsprozesses, sondern wir machen die semesterbegleitende Evaluation für Kolleginnen und Kollegen, die entweder Lehrprojekte eingeworben haben oder die zu uns kommen und sagen, ich habe ein cooles neues Lehrformat ausprobiert oder ich möchte das gerne ausprobieren, aber ich will auch evaluieren. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das geht. Dann kommen die zu uns und wir begleiten die und wir machen auch ganz viel für die, damit nicht noch mehr Arbeit für die Evaluation anfällt. Und der Prozess, der ist ganz typischerweise so, die kommen zu uns, dann formulieren wir erstmal Erhebungsdimensionen, denn oft kommen die Lehrenden mit so einer relativ unspezifischen Idee, ja, irgendwie will ich ja, dass meine Studis mehr lernen. Und dann gehen wir erstmal in die Lernzielfindung mit denen und sagen, ja, was heißt das denn genau, besser lernen? Also sollen die das länger behalten oder soll das schneller gehen oder sollen die vielleicht auch motivierter lernen? Vielleicht soll auch das Fachinteresse steigen. Das heißt, wir gucken erstmal, was steckt denn eigentlich hinter dieser Frage, ja, die sollen besser lernen? Was stecken denn dafür für Ideen eigentlich dahinter? Was sollte dieses neue Lehrformat ganz konkret bewirken? Wenn wir das wissen, dann wählen wir Instrumente aus, mit denen wir das erheben können oder erstellen sie selber. Also in ganz vielen Fällen können wir so Standard-Fragebögen benutzen, aber müssen sie ergänzen durch eigene Fragen, die wir dann mit den Lehrenden erarbeiten, weil es sehr spezifische Interessengebiete gibt, die die Lehrenden haben wollen. Dann erstellen wir diese Erhebungsinstrumente und dann kommt es in die Erhebung. Also dann sammeln wir Daten von den Studierenden, dann analysieren wir diese Daten, dann gehen wir mit den Lehrenden gemeinsam in den Interpretations- und Reflexionsprozess und dann kommt es in aller Regel zur Modifikation der unterliegenden Lehrveranstaltung. Und wir werden im Workbook, das wir heute miteinander durchgehen werden, werden wir fünf dieser sechs Schritte tatsächlich streifen. Also ihr werdet Erhebungsdimensionen formulieren, ihr werdet Fragen selber erstellen, ihr werdet eine Analyse durchführen, ihr werdet auch die KI nutzen, um euch bei der Interpretation und Reflexion zu helfen. Und wer tatsächlich so weit kommt, wird auch so ein bisschen Modifikationsideen mit der KI entwickeln. Wenn wir so evaluieren, dann stehen wir in aller Regel unter der Notwendigkeit, bestimmte Gütekriterien realisieren zu wollen. Also das sind Anforderungen an die Evaluationsergebnisse, die uns in der Wissenschaft dann
berechtigen zu sagen, diesen Ergebnissen glauben wir. Das, was dabei rausgekommen ist, das nehmen wir für bare Münze und das liefert uns eine solide Grundlage für die Ableitung von Handlungsoptionen. Und das sind eine ganze Menge solcher Gütekriterien. Da gibt es sogenannte Hauptgütekriterien und Nebengütekriterien. Wer da näher einsteigen will, der findet im Moodle-Raum einen Link auf ein Buchkapitel. Das ist das vollständige Buchkapitel, wo solche Gütekriterien, ich glaube, auch für Nicht-DiagnostikerInnen sehr verständlich formuliert nochmal nachlesen können. Aber die vier wichtigsten Gütekriterien, das sind die hier. Das ist die Validität. Ein Messinstrument, eine Frage, ein Fragebogen, der soll genau das messen, was ihr messen wollt und nichts anderes, aber vor allem auch nichts weiteres. Wenn man sich zum Beispiel mal so eine Klausurfrage überlegt in der Mathematik, wo die Studierenden vielleicht das Integrieren lernen sollen, und dann enthält diese Klausurfrage sehr viel Text. Ihr werdet auch im Workbook eine Frage finden aus der Statistik, die ich in einer meiner Veranstaltungen gestellt habe. Dazu kommen wir in der dritten Arbeitsphase, wo genau das so ist. Also das ist, da gibt es sehr statistische Inhalte, aber der Fragentext alleine, der füllt mindestens 15 Zeilen. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, also neben diesen statistischen Dingen, die ich da eigentlich ja erheben will, erhebe ich da aber auch Textverstehen. Und genau das meint die Validität. Also Validität eines Messinstruments bedeutet, die Fragen aus dem Fragebogen oder die Prüfungsaufgabe, die erhebt genau das, genau die Lernziele oder genau die Erkenntnisziele, die wir erheben wollen und keine anderen und im besten Falle auch keine zusätzlichen, an die wir gar nicht gedacht haben. Dann haben wir die Reliabilität. Das ist sozusagen, wie sehr Ergebnisse schwanken können. Es sollte ja nicht passieren, dass dieselbe Person, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Lehrveranstaltungsevaluation ausfüllt, dann sollte die nicht heute uns eine 1 geben und in 3 Tagen, wenn wir ihr denselben Fragebogen nochmal geben, dann gibt sie uns nur eine 3. Das sollte nicht passieren, sondern dasselbe Messinstrument sollte bei derselben Person unter gleichen Bedingungen immer dieselben Ergebnisse liefern. Und das ist gar nicht mal so sicher. Dann soll so ein Messinstrument objektiv sein. Das heißt, sowohl die Durchführung sollte standardisiert sein, in dem Sinne, dass, wenn ihr zum Beispiel so eine Evaluation abgeben müsstet an jemand anderen, dann müsste diese Person in der Lage sein, die Evaluation, die Erhebung selber genauso durchzuführen, wie ihr das gemacht hättet. Und sie müsste dann auch bei der Auswertung der Ergebnisse genau zu denselben Schlussfolgerungen kommen, zu denen ihr kommt. Nur dann ist die Evaluation objektiv, denn dann ist sie unabhängig von demjenigen, der vor den Daten sitzt und diese Daten dann bewertet, interpretiert und reflektiert. Und das Letzte ist eben ganz wichtig auch die Ökonomie. Das heißt, der Aufwand, also das ist ein bisschen schwierig formuliert, man würde Ökonomie jetzt irgendwie direkt immer nur mit Geldkosten in Verbindung setzen, das ist aber gar nicht der Fall. Das ist mehr so eine Frage der Angemessenheit, nämlich die Frage, ist der Aufwand, den ich eigentlich betreibe mit der Evaluation, ist der dem Evaluationsziel überhaupt angemessen? Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, man setzt so ein Audience-Response-System ein und dann stellt man zum Einsatz dieses Audience-Response-Systems irgendwie eine 4-stündige Fragebogenbatterie. Das wäre wahrscheinlich dem Evaluationsziel, nämlich rauszukriegen, wie die Studis das Audience-Response-System finden, nicht wirklich angemessen. Und da sollte man immer so ein bisschen im Blick haben, wie viel Aufwand verursacht eigentlich diese Evaluation und was kommt dabei raus am Ende als actionable insight sozusagen und passt das irgendwie zusammen. Und dann gibt es noch ein 5. Kriterium, das habe ich jetzt mal oben links statt der Validität eingeblendet. Das heißt auch Validität, aber das heißt Augenscheinvalidität. Und das ist etwas, was in der Diagnostik, also wenn man Psychologie studiert hat und sich dann mit psychologischer Diagnostik, mit Fragebögen und so weiter auseinandersetzt, dann ist das eigentlich ein Ding, dem man so ja relativ zwiespältig gegenübersteht. Oft ist das negativ konnotiert, aber gerade bei der Lehrveranstaltungsevaluation ist Augenscheinvalidität etwas, das sehr positiv ist. Nämlich, das bezeichnet die Tatsache, dass die Befragten, also eure Studierenden, wenn sie einen Fragebogen ausfüllen, das Gefühl haben, ja, der passt zu dem, was der Lehrende da von uns gerade wissen will. Das heißt, die Studierenden haben den Eindruck, dass was wir da ausfüllen, das dient tatsächlich dazu, eine Qualitätserhebung zu einem bestimmten Lehrformat zu machen. Und die kriegen nicht den Eindruck, was fragt der uns denn da? Das ist doch gar nicht das, was der eigentlich wissen will. Also diese Augenscheinvalidität hier ist was Gutes, das sollten wir gewährleisten. So,
Bevor wir jetzt in die Arbeitsaufgabe einsteigen, habe ich euch noch ganz paar Rechtsfragen mitgebracht. Wir werden nämlich in Aufgabenteil 3, also in Arbeitsphase 3 nachher, werden wir Rechtsfragen, also werden wir Prüfungsergebnisse analysieren. Und da ist die Frage, darf ich das eigentlich? Beziehungsweise gibt es Rechtsvorschriften zur Nutzung von KI im Prüfungskontext? Und da gibt es zwei wesentliche Fragen, die ja auch im Lernraum besprochen werden, nämlich erstens die Erstellung von diagnostischen Fragen mit KI. Also darf ich Prüfungsfragen oder auch Evaluationsfragen mit KI erstellen? Ja, darf man. Aber die KI ersetzt nicht das Zwei-PrüferInnen-Prinzip. Das heißt, wenn eure Prüfungsordnung vorsieht, dass ein zweites Paar Augen eine Prüfung abnehmen muss, bevor sie gestellt wird, dann ersetzt die KI nicht dieses zweite Paar Augen. Das heißt, auch dann, wenn ihr zum Beispiel eine Prüfungsfrage mit KI evaluiert, um sie dann zu überarbeiten, dann muss diese Arbeit immer noch mal, also wenn eure Prüfungsordnung das fordert, dann muss diese Überarbeitung von einem zweiten Paar Augen, menschlicher Augen, abgenommen werden. Die KI ersetzt das nicht. Und dann die zweite Frage, darf ich eigentlich Unterlagen von Studierenden in so ein KI-System eingeben? Das können ja Evaluationsrückmeldungen sein, wo die uns längere Texte geschrieben haben. Das können aber auch Klausurleistungen sein. Und da muss man ganz klar sagen, Achtung, ja, bitte, bitte eher mal nicht machen, denn gerade offene Prüfungsleistungen, also zum Beispiel Essays, die Studierenden als Prüfungsleistung geschrieben haben, das sind Werke im Sinne des Urheberrechts. Und diese Werke, die würden dann beim Upload durch euch eine Vervielfältigung begründen. Und dazu müssen Studierende zustimmen. Das ist total wichtig. Das kann man nicht einfach so machen. Und dann die Frage, dürfen wir eigentlich mit KI irgendwie bewerten? Also das gilt sowohl für die Evaluation, aber auch natürlich im Prüfungsfall zum Beispiel. Und da muss man ganz klar sagen, automatisierte Entscheidungen im Einzelfall, die eine nachteilige Wirkung für die Betroffenen haben könnten, sind unzulässig. Das heißt, der KI eine abschließende Entscheidung zu überlassen, das geht nicht, sondern da muss ein menschliches Paar Augen wieder da sein, um die Letztentscheidungskompetenz zu haben. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt.